Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zu einem weiteren Film in meiner Serie über die DJI Mavic 2 Drohne. Wir haben uns schon einige der intelligenten Flugmodi angeschaut und heute kommt ein weiterer hinzu, das sogenannte Active Track. Das ist eine Funktion, bei der euch die Drohne automatisch folgen kann und natürlich auch filmen kann, sodass ihr euch auf andere Dinge konzentrieren könnt. Wie das Ganze genau funktioniert, zeige ich euch jetzt. Um das Active Track zu starten, müssen wir links auf das Symbol mit der Fernsteuerung einmal draufklicken. Dann kommen hier die ganzen Sondermodi und oben rechts ist auch Active Track. Wenn wir das ausgewählt haben, dann sehen wir, es gibt drei verschiedene Modi: Verfolgen, Profil und Spotlight. Ich wähle jetzt hier mal den ersten Modus aus, Verfolgen. Und dann können wir auch gleich schon eine der Einstellungen ändern. Und zwar, da unten seht ihr so einen Slider Slow und Fast. Wenn wir den auf Fast stellen, benutzt die Drohne die volle Geschwindigkeit, hat aber keine Hinderniserkennung. Und wenn wir das auf Slow stellen, dann sind es maximal 12 Meter pro Sekunde, aber dann eben mit kompletter Hinderniserkennung. Das ist hier der Unterschied. Ja, um jetzt das Objekt auszuwählen, können wir einmal auf dieses grüne Symbol in der Mitte klicken oder wir können ein Objekt aufziehen. Und ja, bevor wir losfliegen, starte ich hier noch schnell das Filmen, denn das passiert nicht automatisch. Und dann klicken wir einmal auf Go und dann folgt uns die Drohne jetzt auch völlig automatisch. Ich bewege mich jetzt hier mal. Ihr seht, ich habe die Hände nicht an der Fernsteuerung und die Drohne folgt mir jetzt hier automatisch, hat mich auch immer schön im Blick. Die Bewegungen der Drohne sind dabei nicht ganz so flüssig, das seht ihr. Es ist teilweise so, dass es so ein bisschen, dass sie zwischendurch immer so ein bisschen anhält, dann hinterherkommt. Das ist also eher was, das Active Track, wenn man sich ein bisschen schneller bewegt, wenn die Drohne auch wirklich in einer konstanten Geschwindigkeit ist. So wie sie sich im Moment zumindest bewegt, ist es eher noch nicht so wirklich toll. Ja, jetzt gehe ich mal hier um die Kurve herum und beim Modus Folgen, das seht ihr jetzt gleich, folgt mir die Drohne in so einem Kurs. Sie dreht sich mit und schwenkt dann automatisch auch wieder so hinter mir ein, sodass sie automatisch auch so einen kleinen Kurvenflug macht und mich quasi dabei so ein bisschen automatisch immer im Blick behält. Sie ist also jetzt hier nach wie vor hinter mir. Man kann beim Active Track die Drohne aber auch vor sich fliegen lassen. Ja, ihr seht, unten haben wir noch so einen kleinen Slider mit so einem Kreis. Dann kann man nach rechts oder links sliden und sobald man das macht, fängt die Drohne hier an zu rotieren. Ihr seht da eine Prozentanzeige und das ist die Geschwindigkeit, mit der rotiert wird. Man kann im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn rotieren. Ich stelle das Ganze jetzt mal so ein bisschen schneller. Ja, und dann rotiert hier die Drohne um mich herum, während sie mir folgt. Und ja, ich gehe mal jetzt wieder zurück, dann könnt ihr euch das auch noch in Ruhe anschauen. Ja, ihr seht hier schon, wenn ich mich mal so ein bisschen schneller bewege und wenn die Drohne auch selber so ein bisschen in Bewegung ist, dann hören diese ruckeligen Flüge größtenteils auf. Dann folgt einem die Drohne sehr viel flüssiger. Aber eben, das habt ihr ja gesehen, wenn man noch langsam unterwegs ist und die Drohne einfach nur hinter einem fliegt, dann ist es doch noch recht unflüssig. Ja, wir können das Ganze hier natürlich auch im Anhalten um uns herum kreisen lassen. Und wenn wir das rückgängig machen wollen, drücken wir einmal auf den Kreis, auf das Zurücksymbol und dann hört die Drohne sofort auf, um uns herum zu fliegen. Ja, wir können, was die Sticks angeht, noch die Ausrichtung der Drohne ändern. Das heißt, wir können nach rechts und nach links fliegen. Wir können auch nach oben und nach unten fliegen. Wir können sie auch ein bisschen näher zu uns heranholen. Was wir nicht machen können, ist natürlich die Drohne und damit natürlich auch die Kamera zu schwenken. Das funktioniert also hier nicht.
Dann schauen wir uns jetzt den zweiten Modus Profil einmal an und in diesem Modus wird vor dem Active Track der Startwinkel gespeichert, also die aktuelle Ausrichtung. Ich markiere mich jetzt hier mal, drücke auf Go und jetzt ist diese Ausrichtung, die die Drohne hat, gespeichert. Ich starte noch schnell hier die Videoaufnahme und dann gehe ich mal los. Und das ist so ein bisschen ja wie beim Course-Log, kann man sagen, wie beim alten Course-Log. Also sobald die Ausrichtung jetzt hier einmal gespeichert ist, wird die auch immer beibehalten. Die Drohne hält mich natürlich im Fokus, das ist ganz klar, aber den entscheidenden Unterschied zum Folgen von eben, den erkennt man eben jetzt, wenn wir hier jetzt gleich mal in die Kurve gehen, denn dann schwenkt die Drohne nicht in einem Kurvenflug hinter mich, sondern sie behält gnadenlos diese Ausrichtung bei, die sie auch am Anfang hatte und verfolgt mich jetzt quasi von vorne. Ja, also ihr seht, das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Modi. Im Prinzip einen größeren Unterschied gibt es da eigentlich nicht. Ich gehe jetzt aber auch nochmal zurück, dann könnt ihr das Ganze nochmal aus dieser Perspektive euch anschauen, wie das hier um die Kurve geht. Ja, zu guter Letzt gehe ich hier auch noch schnell mal auf die Stickbewegungen ein. Auch hier kann man die Ausrichtung der Drohne natürlich noch ändern, indem man einfach die Drohne nach rechts oder links fliegen lässt. Man kann auch nach hinten fliegen, dann ist sie ein bisschen weiter weg oder sie näher zu sich ranholen. Das ist auch kein Problem. Wie gesagt, während des Active Tracks, wir sind jetzt ja noch mittendrin und man kann natürlich auch die Drohne steigen lassen und auch sinken lassen. Das heißt, die Ausrichtung lässt sich während des Fluges jederzeit ändern, aber sobald man dann die Steuerknüppel loslässt, ist eben diese Ausrichtung gespeichert. Kommen wir abschließend zum Spotlight. Das ist so eine Art Kameramann-Funktion, bei der euch die Drohne nicht folgt. Ihr müsst die also selber aktiv steuern, aber ihr werdet automatisch im Blickfeld gehalten. Ganz wichtig ist, dass die Ausrichtung hier ähnlich wie beim Profil beim Start gespeichert wird. Das heißt, sie behält jetzt diese Ausrichtung, die ich gerade habe, bei, auf den Steuerknüppeln gemappt. Und wenn ich jetzt mal losgehe, verfolgt sie mich hier nicht, sondern sie hält mich nur im Blick. Die Steuerung ist so ein bisschen schwierig, denn wenn ich jetzt mal an mir vorbeifliegen möchte, dann muss ich nach vorne drücken, denn das war ja eben die Ausrichtung, wo vorne war, damit die Drohne so ein bisschen hinter mir an mir vorbeifliegt. Ja, und genauso, wenn ich es hier jetzt andersrum haben möchte, muss ich den Steuerknüppel zurückziehen, denn das war ja eben die Ausrichtung beim Aktivieren des Go, damit die Drohne jetzt hier an mir vorbeifliegt. Ja, wie ihr seht, kann man damit schöne Effekte erzielen. Aber die Steuerung ist doch sehr, sehr schwierig. Ganz einfach, weil man sich ständig merken muss, wie war denn bei der Aktivierung die Ausrichtung der Drohne? Denn das ist ganz essentiell für die Steuerung. Ja, so muss ich jetzt hier auch zur Seite fliegen, damit die Drohne quasi in diese Richtung fliegt, von mir weg, beziehungsweise zu mir hin wieder in dieser Ausrichtung. Ein interessanter Modus, wie gesagt, aber die Steuerung schwierig. In diesem Kameramann-Modus quasi, in diesem Spotlight-Modus. Soweit also mein Video über die Active Track-Funktionen hier beim DJI Mavic 2. Insgesamt sicherlich eine sehr interessante, brauchbare Funktion, aber man muss ganz ehrlich sagen, da ist auch noch ein bisschen Luft nach oben. So würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass das Folgen beim normalen Active Track deutlich flüssiger funktioniert, vor allen Dingen, wenn man langsamer unterwegs ist. Und die Steuerung beim Spotlight, die sollte vielleicht auch nochmal überarbeitet werden. Ich hoffe, mein Film hat euch trotzdem gefallen und konnte euch so ein bisschen helfen. Und falls ja, dann freue ich mich natürlich wie immer über nette Kommentare hier unten drunter. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, es würde mich echt freuen. Empfehlt mich weiter und falls ihr es noch nicht gemacht haben solltet, dann abonniert hier auf jeden Fall noch den YouTube-Kanal und vergesst auch nicht auf das Benachrichtigen-Symbol auf die Glocke zu drücken, damit ihr eben über die kommenden Filme von mir informiert werdet. Wie immer zum Abschluss von mir, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.